zu einer neuen Folge von Buchtipps für Bücherwürmer und Leseratten. Heute habe ich ein ganz besonderes Buch mitgebracht, Alfonso geht angeln. Der Autor John Hare hat einen Welterfolg geschaffen mit Ausflug zum Mond. Dieses Buch wurde zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 nominiert, mit dem Rattenfänger Literaturpreis der Stadt Hameln ausgezeichnet und wird sehr gerne in der Stadtbücherei Geislingen ausgeliehen. Aber heute möchte ich dieses Buch vorstellen, Alfonso geht angeln. John Hare legt hier ein außerordentlich beeindruckendes Bilderbuch vor. Die riesige Geierschildkröte Alfonso taucht auch an diesem Morgen hinunter auf den Grund des Teiches, um sich dort ein leckeres Frühstück zu angeln. Hierzu muss Alfonso sich nur sein Maul weit öffnen und die wurmartige Zunge ordentlich bewegen, schon lassen sich damit ahnungslose Fische anlocken. Eine Elritze entdeckt diesen vermeintlichen Wurm, holt ihren Schwarm samt Oma Bertha herbei und weil diese verkluckst nochmal Geburtstag hat, soll sie auch als erste zubeißen dürfen. Und dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Das Zurücknehmen eigener Bedürfnisse zugunsten anderer, ein wichtiges Thema, wird hier perfekt umgesetzt. Empfohlen ab 4 Jahre. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Buchtipps für Bücherwürmer und Leseratten. Tschüss.